Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Jonas R. Kanal. Ich habe dieses Mal die Seite Testing Time getestet und werde euch heute zeigen, wie ihr damit bis zu 60 Euro pro Stunde verdienen könnt. Ein paar kennen die Seite vielleicht schon aus einem meiner TikTok-Videos, doch heute werde ich nochmal etwas ausführlicher auf das Ganze eingehen. Doch fangen wir erstmal von vorne an und ich erkläre euch erstmal, was Testing Time überhaupt ist und was die machen. Testing Time fungiert sozusagen als Vermittler zwischen anderen Firmen und euch. Diese anderen Firmen wollen ein neues Produkt, in diesem Fall zum Beispiel ein neues Programm oder eine Website, auf den Markt bringen und suchen Nutzer, welche das Ganze für sie testen. Viele mag dieses ganze Testkonzept ein bisschen an solche Standard-Umfrageseiten erinnern, bei denen man ein paar wenige Cent verdient, wenn man da eine 5-Minuten-Umfrage ausfüllt. Das ist hier aber definitiv nicht der Fall. Es gibt zwar auch teilweise die Möglichkeit, an einer Umfrage teilzunehmen, aber die Bezahlung wird immer deutlich besser sein als auf den Apps, die man vielleicht aus dem App Store bereits kennt. Doch fangen wir erstmal damit an, wie das Ganze überhaupt funktioniert. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zur Seite von Testing Time. Hier müsst ihr euch dann als erstes erstmal registrieren. Beim Registrieren kommen natürlich erstmal die üblichen Fragen wie Name, Alter und E-Mail-Adresse. Dann werden aber auch noch ein Haufen weitere Fragen auf euch zukommen, da die Seite erstmal euer Nutzerverhalten einschätzen muss. Dementsprechend müsst ihr hier auch einen Haufen Fragen ausfüllen, damit Testing Time einschätzen kann, was für eine Art Kunde ihr seid, mit was ihr euch auskennt, wofür ihr euch interessiert, um dann einschätzen zu können, ob ihr zur Zielgruppe eines Produktes oder einer Website, einer Firma gehört, die Testing Time engagiert hat. Habt ihr all diese Fragen beantwortet, seid ihr vorerst erstmal durch. Von nun an werdet ihr immer mal wieder eine Mail von Testing Time bekommen. In dieser werden sie euch sagen, dass mal wieder ein Test ansteht, wann dieser sein wird, wie lange er dauern wird und wie viel ihr dafür bekommt. In meinem Fall waren das wirklich immer 30 bis 60 Euro pro Stunde. Mit anderen Worten, ihr könnt, wenn ihr an einem Test teilnehmt, meines Wissens nicht weniger als 30 Euro pro Stunde verdienen. Diese Tests gehen natürlich nicht immer genau eine Stunde, aber dann kriegt ihr zum Beispiel 25 Euro für eine halbe Stunde oder 35 für eine Dreiviertelstunde. Wenn ihr nun in diesen Mails auf den Link klickt, werden euch gegebenenfalls noch ein paar letzte Fragen gestellt, um einschätzen zu können, ob ihr wirklich zur Zielgruppe dieses Tests gehört. Habt ihr diese dann auch bestanden, wird sich Testing Time nochmal bei euch melden und euch mitteilen, ob ihr wirklich an diesen Test teilnehmen könnt. In den meisten Fällen werden euch dann auch wirklich diverse Daten vorgeschlagen und ihr könnt auswählen, wann ihr diesen Test wirklich machen wollt. Solltet ihr, nachdem ihr so eine Mail bekommen habt, bei den Fragen nicht für diesen Test ausgewählt werden, scrollt immer mal noch nach unten. Manchmal bieten sie euch auch direkt die Möglichkeit für einen weiteren Test an. Gelegentlich werdet ihr auch eine Mail bekommen, ob ihr an einer Umfrage teilnehmen wollt, aber selbst hier werdet ihr eigentlich fast immer für eine 10-Minuten-Umfrage noch 5 Euro bekommen, was hochgerechnet auf eine Stunde immer noch 30 Euro wären. Doch kommen wir nun zu einem der wichtigsten Punkte, nämlich wie so ein Nutzertest überhaupt aussieht. In allen Fällen, in denen ich bisher an solch einem Test, der keine Umfrage war, teilgenommen habe, fand das Ganze über einen Videocall statt. Dies kann über WebEx, Zoom oder irgendein anderes Programm, Skype oder ähnliches, passieren. Mit anderen Worten, ihr braucht also zwingend ein Smartphone, Tablet oder einen Laptop. In manchen Fällen wird aber auch spezifisch nur eins dieser Geräte gefordert, zum Beispiel ein Handy, wenn ihr in dem Fall mal eine App testen sollt. Euch wird dann ein Link übermittelt und ihr müsst zur abgesprochenen Zeit dann auf diesen Link klicken und dem Videocall beitreten. Hier wird euch dann alles weitere erklärt. Meistens wird euch dann hier eine Website oder ein Programm vorgestellt werden und ihr müsst sagen, wie ihr das Ganze findet und eventuell einige kleine Aufgaben erledigen, wie zum Beispiel euch durch die Menüs navigieren oder eine bestimmte Sache erledigen, wie ein Formular ausfüllen oder ähnliches. Für diese Tests kann es also nicht schaden, wenn ihr definitiv nicht schüchtern seid, ein bisschen frei sprechen könnt und vielleicht auch schon etwas technische Erfahrung habt. All das ist aber auch nicht zwingend der Fall und wird sicherlich auch bereits in den Fragen bei der Registrierung abgefragt werden.
Hier mal zwei Beispiele, für welche Nutzertests ich schon mal ausgewählt wurde. Einmal sollte ich zum Beispiel ein neues Tool eines Stromanbieters bewerten, wo es darum ging, was man macht, wenn man mit seinem Stromvertrag umziehen will. Und ein anderes Mal ging es um eine Seite, die Jobs an Studenten vermittelt. Hier sollte ich dann bestimmte Jobs raussuchen und ein bisschen auf der Seite hin und her navigieren und sagen, wie mir das Ganze gefällt. In beiden Fällen waren die Tests aber auf jeden Fall richtig angenehm, haben sogar ziemlich Spaß gemacht und die Leute, mit denen man den Test durchgeführt hat, waren richtig nett und haben einen wirklich toll durch die ganze Sache durchgeführt. Ist der ganze Test abgeschlossen, erhaltet ihr innerhalb von 7 bis 14 Tagen euer Geld. Warum das Ganze so lange dauert? Bevor ihr euer Geld bekommen könnt, müssen erstmal alle Tests zu dieser jeweiligen Website mit allen Testern abgeschlossen sein. Und natürlich muss auch der ganze Auftrag zwischen dem Kunden und Testing Time selbst abgeschlossen sein. Ich habe bisher jedoch immer mein Geld bekommen und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch auch gerne an den Support wenden. Auch mit dem habe ich bisher nur sehr gute Erfahrungen gemacht. Ihr werdet auf jeden Fall immer mal wieder Mails von Testing Time bekommen, wo euch unterschiedliche Nutzertests vorgeschlagen werden. Jedoch macht euch keine Hoffnung, es werden definitiv auch nicht so viele Mails kommen, dass ihr das Ganze in einen Vollzeitjob verwandeln könnt. Ihr könnt euch hiermit definitiv immer mal wieder auf einem ziemlich abwechslungsreichen Weg ein paar Euros zu einem guten Stundenlohn dazu verdienen. Eventuell, wenn ihr ein gutes Nutzerprofil habt, könnt ihr damit vielleicht sogar 100 oder 200 Euro jeden Monat verdienen. Für einen Halbtags- oder gar einen Ganztagsjob reicht das aber auf gar keinen Fall. An dieser Stelle aber nochmal eine kleine Info aus Transparenzgründen. Nach einem meiner Nutzertests habe ich in einer der Mails, die ich bekommen habe, einen Affiliate-Link gefunden. Den habe ich euch auf jeden Fall hier auch in die Videobeschreibung gepackt. Ich werde ansonsten auf jeden Fall nicht von Testing Time für dieses Video bezahlt. Wenn ihr jedoch auf diesen Link klickt, bekomme ich ein paar Euros, wenn ihr erfolgreich an einem Test teilgenommen und auch natürlich euer Geld erhalten habt. Falls ihr diesen Link nicht nutzen wollt, könnt ihr natürlich auch einfach auf dem normalen Weg über Google auf die Seite von Testing Time gehen und euch da registrieren. Ich würde mich aber natürlich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal unterstützen würdet und den Link in der Videobeschreibung nutzt. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, hinterlasst gerne einen Like und abonniert diesen Kanal, um auch in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Sollten noch Fragen zum Thema Testing Time bestehen, schreibt diese natürlich wie immer in die Kommentare und ich werde natürlich auch wie immer versuchen, alle zu beantworten. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder.